Nächste hat das Wort die Frau Kollegin Karl von der SPD. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich beginnen mit zwei Zitaten. Sie kommen aus der Abteilung Anspruch und Wirklichkeit. Zunächst einmal aus der Erklärung des Bündnisses für Flächensparen 2003. Es wurde initiiert vom damaligen Ministerium für Landesentwicklung und Umwelt und vom Innenministerium. Ich zitiere: Böden sind eine zentrale Lebens- und Wirtschaftsgrundlage, die auch künftigen Generationen erhalten bleiben muss. Die Partner des Bündnisses setzen sich für eine deutliche Reduzierung des Flächenverbrauchs ein. Sie fördern das Bewusstsein für den Bodenschutz. Zweites Zitat, Bayerische Nachhaltigkeitsstrategie 2013. Der Flächenverbrauch soll deutlich reduziert werden. Langfristig ist eine Flächenkreislaufwirtschaft ohne weiteren Flächenverbrauch anzustreben. Soweit, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Anspruch. Die Realität schaut etwas anders aus. Zum einen nimmt Bayern beim täglichen Flächenverbrauch den absoluten Spitzenplatz in Deutschland ein. Und das Bewusstsein für Bodenschutz ist dem Landesentwicklungsministerium komplett abhanden gekommen, kaum dass es ins Finanzministerium abgewandert ist. Da fällt Minister Söder zur Entwicklung der ländlichen Regionen nur ein, den ungehemmten Flächenverbrauch Tür und Tor zu öffnen. Und das immer verbunden mit dem Meer. Es müssten nur genügend Flächen versiegelt werden für Gewerbegebiete, dann stünden postwendend die Investoren auf der Matte. 40% Leerstand bei den bereits existierenden Gewerbegebieten sprechen da aber eine ganz andere Sprache. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was brauchen wir? Wir brauchen ganz sicher keine Sonntagsreden über null Flächenverbrauch. Wir brauchen aber auch keine unrealistischen Obergrenzen für Flächenverbräuche. Wir brauchen klare Konzepte und Handlungsstrategien, die die Ursachen des Flächenverbrauchs an der Wurzel packen. Hier gibt es einige gute Beispiele. Ich nehme heraus die Hofheimer Allianz. Dort haben sich die Gemeinden verpflichtet, keine neuen Baugebiete auszuweisen, sondern die Bürger auch finanziell zu unterstützen, wenn sie die Leerstände innerorts wieder herrichten. Das ist ein großartiges Projekt. Es lebt vom Einsatz der Beteiligten, aber auch davon, dass diese Kommunen finanziell gut aufgestellt sind. Wir fordern deshalb, dass die Staatsregierung einen Fonds einrichtet, um auch finanziell klamme Gemeinden zu unterstützen, die einen ähnlichen Weg gehen möchten. Wir brauchen im Landesentwicklungsprogramm die Verpflichtung zu einem verbindlichen regionalen Flächenmanagement. Dort können dann die Bedarfe an Bauland und Gewerbegebieten ermittelt werden und interkommunale Lösungen gefunden werden. Auf dieser Ebene können meines Erachtens auch konkrete Zielvorgaben für den Flächenverbrauch gesetzt werden. Und Herr Huber, es ist schon interessant, dass auf der einen Seite die CSU in der Bundesregierung mit der Verabschiedung der Strategie der urbanen Gebiete gerade darauf setzt, Gewerbe, Wohnen und Handel wieder zusammenzubringen, um möglichst ökologisch sinnvoll Flächen zu nutzen, und auf der anderen Seite Sie hier in Bayern wieder davon nichts wissen und genau den anderen Weg gehen, nämlich das Gewerbe mitten in die Natur zu verlagern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, flankiert müssen alle Maßnahmen aber auch von einer verbesserten regionalen Wirtschaftsförderung und Ansiedlungspolitik der Staatsregierung. Auch der ORH hat die mangelnde Effizienz und Zielerreichung der Förderpolitik des Wirtschaftsministeriums kürzlich moniert. Invest in Bavaria hat seinen Fokus immer noch viel zu sehr auf den Metropolen in Bayern. Hier besteht großer Handlungsbedarf, auch die anderen wichtigen Regionen mit anzupreisen. Und ich sage noch einmal, vorsorgliches Zubetonieren ist keine Förderpolitik für den ländlichen Raum. Landesplanung, die ja Vorgaben zur Lösung von Raumkonkurrenzen geben soll, muss wieder gestärkt werden, nicht de facto platt gemacht, wie jetzt mit der Teilvorschreibung des Landesentwicklungsprogramms beabsichtigt.
Aber ich denke, zu diesem Thema haben wir am Donnerstag ausreichend Zeit, um uns zu informieren und zu debattieren. Zusammenfassend, keine Sonntagsreden und leeren Versprechungen, sondern eine abgestimmte Zusammenarbeit der Ministerien für Umwelt, für Finanzen und Landesentwicklung und für das Wirtschaftsministerium für eine sinnvolle und gute wirtschaftliche Entwicklung und gleichzeitig einen reduzierten Flächenverbrauch in Bayern. Danke schön. Danke schön, Frau Kollegin. Als Nächster hat nun das Wort der Kollege Dr. Hühnerkopf von der CSU. Bitte schön, Herr Kollege.